Smart Living gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wir haben beim Startup QGate Innovations nachgefragt, wie ihre Lösung fürs intelligente Wohnen gemeinsam mit Microtronics entwickelt wurde. Mein Name ist Martin Buber und ich bin Mitgründer der QGate Innovations GmbH. Wir waren der Überzeugung, dass wir ein System schaffen können, wo man viele kleine Applikationen für den Heimuser auch realisieren können. Das Erste, was uns einmal ganz, ganz wichtig war, ist, dass das QGate ganz einfach installiert werden kann. Das heißt, es wird ausgepackt, angesteckt und man kann loslegen. Und das Zweite, was uns ganz, ganz wichtig war, das war, dass man keinen komplexen Installationsprozess, also Konfigurationsprozess hat. Das Produkt QGate wurde mit verschiedenen Sensoren, einer Schaltfunktion, einem Energieverbrauchsmesser sowie einem lokalen Sensornetzwerk ausgestattet. Das QGate wird in eine Steckdose gesteckt, schon verbindet es sich automatisch via GPRS mit dem Internet. Von überall aus bedient werden kann das QGate mit einer Smartphone-App, die verschiedenste Anwendungen ermöglicht. Von Temperaturüberwachung über das Managen des Fernsehkonsums der Kinder bis zur Anwesenheitssimulation. Die QGate-Entwicklungsumgebung für Apps und Sensoren ist offen und ermöglicht eine ständige Weiterentwicklung des Produkts. Die Microtronics-Lösung war aus dem Grund so spannend, weil man damit ein kalkulierbares Businessmodell hatten und wir das QGate für den internationalen Einsatz gerüstet haben. Ja, unser größter Vorteil war halt einfach das große Know-how von Microtronics, das uns bei der Entwicklung unterstützt hat und wir dadurch die Entwicklungskosten in Grenzen halten konnten und sehr schnell mit der Umsetzung des Projekts waren. In Zukunft wird M2M für uns so selbstverständlich sein wie die Bedienung eines Lichtschalters.